Wir sind wieder im Programm GeoGebra und jetzt machen wir uns erst noch mal ein bisschen mit dem Mittelpunkt vertraut. Wie kommt man dahin? Wo ist der überhaupt? Der Mittelpunkt von diesem Viereck liegt vermutlich hier. Das Ganze ist aber unfassbar schwer so zu ermitteln bzw. so auch nur zu erkennen. Also drehen wir uns das mal. Und jetzt kann man schon ein bisschen besser erahnen, dass der Mittelpunkt vermutlich hier irgendwo liegt. Jetzt fangen wir aber nicht direkt mit dem Mittelpunkt von der gesamten Strecke hier an, sondern überlegen, wie wir da hinkommen. Dazu guckt ihr bitte einmal auf den Punkt A und von hier aus möchte ich jetzt den Mittelpunkt der Strecke AD ermitteln. Also von A nach D in der Hälfte, wo liegt der Punkt? Der wird hier irgendwo sein. Und ihr erinnert euch beim Berechnen, ihr startet bei OA und rechnet plus 1/2 mal AD. Also das heißt, ich gehe nicht den gesamten Vektor, dann wäre ich beim Punkt D, sondern ich gehe nur 1/2 mal den Vektor AD. Und dann kriege ich die Koordinaten von diesem Punkt E heraus. Aus Spaß an der Freude machen wir das jetzt auch nochmal mit den vier anderen Seiten. Wenn ich den Mittelpunkt der Strecke AB herausfinden möchte, dann starte ich vom Punkt A aus und rechne plus 1/2 den Verbindungsvektor AB. Lande dann bei diesem Punkt F. Das gleiche nochmal bei BC. Ich starte von B aus, also OB plus 1/2 BC. Lande dann beim Punkt G. Bei dieser Strecke starten wir mal einfach mal von hier unten. OD plus 1/2 DC. Und dann kriege ich die Koordinaten des Ortsvektors zu H heraus. So, und jetzt geht es um den Mittelpunkt. Wo liegt der hier? Beim Mittelpunkt gehen wir von A aus die Hälfte der Strecke AD, landen dann bei E, also OA plus 1/2 AD. Und dann wollen wir nicht den gesamten Vektor DC gehen, dann würden wir hier landen, sondern nur 1/2 mal den Vektor DC. Und dann landen wir genau bei diesem Mittelpunkt I hier. Noch einmal nachvollziehen. OA plus AD wäre hier. Plus DC wäre hier oben. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen OA plus 1/2 AD, dann landen wir hier. Plus 1/2 DC von der Bewegung her. Und dann landen wir genau beim Mittelpunkt. Also, jetzt geht's ans Berechnen des Mittelpunktes. Und zwar, wir starten von A aus und gehen 1/2 mal den Vektor AB und 1/2 mal den Vektor AD. Und dann müssten wir hier beim Mittelpunkt landen. Also, der Mittelpunkt, der Ortsvektor zum Mittelpunkt OM, den finden wir raus, indem wir von OA aus starten und plus 1/2 mal den Vektor AB gehen, plus 1/2 mal den Vektor AD. Okay, die Vektoren haben wir eigentlich schon fast alle berechnet, außer den Vektor AD, aber da wissen wir, dass das der Gegenvektor ist zu DA. Also können wir eigentlich schon alles eintragen. OA sehen wir hier vorne, minus 5, 0, 2. Auch das schreiben wir hier jetzt einfach wieder hin. Minus 5, 0, 2. Plus 1/2 mal AB haben wir auch schon rausgefunden, das ist 7, 3, 2. Plus 1/2 mal den Vektor AD, das ist der Gegenvektor zu DA, also 4, 1, 0. Das Rechnen machen wir jetzt immer nacheinander. Den ersten Part schreiben wir einfach ab. Den zweiten rechnen wir aus, indem wir 1/2 mit jedem einzelnen Wert mal rechnen. Plus das gleiche nochmal, 1/2 mal jeden einzelnen Wert. Und am Ende rechnen wir das alles zusammen. Plus, das ist dann 3,5, 1,5 und 1.
plus 2, 0,5 und 0. Und wenn wir das Ganze zusammenrechnen, dann seid ihr bei 0,5 und 2 und 3. Und das ist der Vektor zu unserem Mittelpunkt OM. Kurze Wiederholung, wie komme ich jetzt eigentlich auf diese abstrakte, komische Rechnung? Was haben wir da gemacht? Das Ganze noch einmal kurz veranschaulicht. Also, wir haben gegeben unsere Punkte A, B, C und D. Und wir kennen den Vektor AB, also die Bewegung, um von A nach B zu kommen. Wir kennen auch den Vektor AD. Das wäre die Bewegung, um von A nach D zu kommen. Hier noch einmal 4, 1, 0 ist AD. Wir wissen, der Gegenvektor dazu ist minus 4, minus 1, 0. So kommt man da drauf. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir bei A starten und ein halb in Richtung AB gehen. Also von A aus gestartet, die Hälfte Richtung AB. Und von dort aus nehmen wir die gleiche Bewegung von A nach D und gehen aber jetzt nur ein halbmal AD. Also von hier aus jetzt praktisch ein halbmal runter. Und dann sind wir beim Mittelpunkt. OA plus ein halb AB plus ein halb AD. OA plus ein halb AB plus ein halb AD. Und schon sind wir im Mittelpunkt von diesem Viereck. Fürs Parallelogramm geht das genauso. Hier haben wir jetzt ein Rechteck. Aber das führt zum gleichen Ergebnis. Okay, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Diese Videoreihe war ein Brecher. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.